Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Loxon Explained, dem Format für alle Technikinteressierten, Loxon-Interessierten und natürlich unsere Loxon-Partner. Ja, in den vergangenen Wochen und Monaten haben wir sehr viele Loxon Spotlight-Videos veröffentlicht. Was ist Loxon Spotlight? Da besuchen wir zwei Referenzprojekte draußen und beleuchten so ein bisschen die technischen Hintergründe. Keine Angst, das werden wir weiterhin machen. Heute wollen wir aber wieder voll durchstarten mit Loxon Explained. Da geht es ein bisschen mehr um die Technik, da gehen wir auf die Soft- und Hardware ein. Moritz, was machen wir heute genau? Genau, wir haben uns eine kleine Reihe überlegt, wie starte ich mit einem Loxon-Projekt, wie sind so die ersten Schritte, und deswegen wollen wir heute über die ersten Schritte mit dem Loxon Miniserver sprechen. Und deswegen müssen wir natürlich erstmal klären, welche Miniserver gibt es überhaupt. Wir haben die mal hier aufgestellt. Wir haben hier den Loxon Miniserver, der ist geeignet jetzt eher für den Neubau. Der hat die Tree-Technologie mit an Bord, das heißt die verkabelte Loxon-Technik für alle Feldkomponenten, aber kann auch über die Link-Schnittstelle erweitert werden mit verschiedenen Loxon-Extensions. Genau, gemacht für die Hutschienenmontage, also perfekt für einen Schaltschrank. Ja, dann haben wir unseren Miniserver Go, mit dem werden wir heute ein bisschen arbeiten. Der Miniserver Go ist eher gemacht für den Renovierungs- und Nachrüstbereich. Der Miniserver Go hat eine sogenannte Airbase-Extension integriert. Das ist die Funktechnologie, um Peripheriegeräte via Funk an den Miniserver anzubinden. Hat aber auch parallel dazu die Link-Schnittstelle, also kann auch wiederum mit Extensions erweitert werden. Genau, und hier zum Beispiel kann natürlich der Miniserver auch mit einer Airbase-Extension erweitert werden, um dann Air-Geräte einzubinden. Und dann haben wir hier noch sozusagen das Beste aus beiden Produkten, der Miniserver Compact. Man sieht das schon im Vergleich, der ist ein bisschen kleiner als der Miniserver. Der hat auch die Link-Schnittstelle an Bord, der hat die Tree-Schnittstelle an Bord, der hat auch schon eine Airbase integriert und er hat auch gleichzeitig schon einen Anschluss für Tree Turbo, das heißt, der hat die Software bzw. die Technik von unserem Audio-Server schon mit an Bord und kann mit einer Stereo-Extension erweitert werden. Eignet sich für was am besten, Johannes? Naja, im Hospitality-Bereich bei uns am Loxon Campus kommt der Miniserver Compact zum Einsatz, eben weil er aus allen Welten oder aus allen Miniservern das Beste mit drin hat. Aber er kann natürlich auch in gewerblichen Objekten eingesetzt werden, Wohnungsbau etc. Also hier gibt es eigentlich keine Einschränkungen. Eins möchte ich noch kurz dazu sagen, alle drei Miniserver sind von der Leistung her exakt identisch. Also da gibt es jetzt keine abgespeckte Variante oder so, sondern sie sind wirklich alle gleich. Genau, sind nur für verschiedene Einsatzgebiete, aber können auch miteinander kombiniert werden, beziehungsweise über die über Netzwerk miteinander verbunden werden. Da gibt es auch verschiedene Technologien, wie man jetzt auch verschiedene Miniserver in ein und demselben Projekt vereinen kann. Gibt es ein spezielles Video dazu, das verlinken wir einfach in der Beschreibung. Ja, ich würde sagen, vielleicht sprechen wir noch kurz über das Thema Verkabelung. Da schauen wir uns jetzt als erstes die Miniserver an, die für die Schaltschrankmontage gebaut wurden. Die Betriebsspannung von Loxon sind 24 Volt DC. Hierzu eignet sich beispielsweise bestens unsere Power Supply in Backup. Und es gibt immer wieder Diskussionen. Es gibt ja eine Self-Verkabelung und eine PELF-Verkabelung. Grundsätzlich sind alle unsere Geräte für beide Verkabelungs- oder Arten gebaut. Wir empfehlen aber ganz klar eine PELF-Verkabelung, weil eine reine Self-Verkabelung oftmals nicht möglich ist und somit bei einem Blitzeinschlag die Gefahr droht, dass sich die Ausgleichsströme über die Netzwerkschnittstelle des Miniservers beispielsweise ziehen und somit wird es zu einem Defekt kommen. Somit empfehlen wir PELF. PELF bedeutet, dass man den Minus der 24 Volt auf Erde legt, also auf PE. Moritz, wie schaut es jetzt dann beim Miniserver Go aus mit der Verkabelung? Ja, das ist tatsächlich recht easy. Wir stecken den einfach an den Strom an. Das funktioniert über einen ganz normalen USB-Anschluss hier hinten. Und dann haben wir noch die Netzwerkbuchse, wo wir unser LAN-Kabel reinstöpseln. Und dann passiert der Rest eigentlich schon vollautomatisch. Ja, apropos Netzwerk. Alle drei Miniserver haben eine Netzwerkbuchse. Also kein WLAN oder sowas integriert, sondern ich brauche wirklich ein LAN-Kabel. Gut, ich würde sagen, dann schauen wir uns mal die Inbetriebnahme des Miniserver Go an. Ja. Geben
die Stromversorgung drauf, also die läuft eben wie gesagt via USB, und stecken unser Netzwerkkabel an und springen in die Luxon Config. Als erstes öffnen wir die Luxon Config. Das ist die Software zur Konfiguration unserer Miniserver. Diese findet man zum kostenlosen Download auf unserer Webseite. Das Ganze verlinken wir auch nochmal unten in der Videobeschreibung. Und nun kann ich mich mit dem Miniserver verbinden. Woher weiß ich jetzt, welcher Miniserver der richtige ist? Sollten mehrere Miniserver im Netzwerk sein, ich starte die Suche und kann dann anhand der Seriennummer eben feststellen, was ist mein richtiger Miniserver. In meinem Fall hat der Miniserver die Seriennummer 504F94101014D3 und somit ist auch der sogenannte Hostname standardmäßig auf MS14D3, also immer die letzten vier Ziffern der Seriennummer. So, jetzt kann ich mich mit dem Miniserver verbinden. So, jetzt ist natürlich die erste Frage, was ist denn mein Benutzername, was ist denn mein Passwort, wie kriege ich das raus? Genau, also der Miniserver, wenn er ausgeliefert wird und quasi noch komplett jungfräulich ist, dann besitzt er das Standardpasswort Admin-Admin, also Benutzername Admin-Passwort Admin, beides kleingeschrieben. Ganz wichtig, muss man unbedingt ändern, damit man auch die nötige Sicherheit hat. Aber wir haben hier auch gewisse Features eingebaut, also die Luxon Config teilt uns das mit, dass wir das ändern müssen. Den externen Zugriff lassen wir mit diesem Standard-Passwort sowieso nicht zu, also und eigentlich kann man das gar nicht übersehen. Aber zur ersten Verbindung tragen wir mal Admin-Admin ein und connecten uns. So, und jetzt, nachdem wir verbunden sind mit dem Miniserver, müssen wir erstmal den Miniserver grundlegend konfigurieren. Dazu klicken wir hier auf Luxon Miniserver und dann gibt es in der oberen Reihe den Punkt Konfiguration Miniserver. Und wenn wir dieses Fenster öffnen, gibt es jetzt eigentlich drei Reiter. Grundsätzlich müssen wir mal ein paar generelle Einstellungen vornehmen, wie zum Beispiel die Beschreibung des Miniservers. Könnte man jetzt irgendwie den Familiennamen des Kunden eintragen. Dann haben wir hier natürlich die Straße. Vielleicht ganz kurz mal erklären, warum das wichtig ist. Also das ist ein Punkt, der extrem wichtig ist, wenn es um das Thema Beschattung geht. Ja. Also der Miniserver ist ja ein mächtiges Tool. Unter anderem kann man eine automatisierte Sonnenschutzbeschattung realisieren. Und hierzu ist die genaue Position des Miniservers notwendig. Also tragen wir mal hier unsere Adresse ein, das ist Smart Home 1 hier in Kollerschlag. Und zwar sind wir hier in Österreich und die Postleitzahl ist 4154, wenn ich mich nicht täusche, Kollerschlag. Genau, das Wichtige ist da auch zum Beispiel das Thema Tageslicht, dass der Miniserver auch weiß, das wird man vielleicht im Laufe der nächsten Videos sehen. Wenn ich mir das Licht konfiguriere, dann habe ich verschiedene Parameter, die ich zum Beispiel am Tageslicht ausrichten kann. Und dafür ist es auch eben wichtig zu wissen, wo sind wir denn gerade auf der Weltkugel? Wenn man jetzt hier irgendwie Bedenken hat bezüglich Datenschutz etc., kann ich hier schon mal eins vorwegnehmen. Der Miniserver behält alle seine Daten wirklich lokal auf seinem Speicher. Hier geht nichts irgendwie zu uns. Das Einzige, was der Miniserver schickt, ist seine Seriennummer, seinen Versionsstand und ob es ihm gut geht, also ob er online ist. Auch das kann man dezidiert ausschalten, wenn man das nicht möchte. Aber das sind die einzigen Informationen, die wir über Miniserver bekommen. So, dann gibt es den nächsten Reiter Netzwerk und das ist ganz spannend. Der Miniserver ist ein Netzwerkgerät, somit hat er auch eine IP-Adresse. Standardmäßig ist der Miniserver mit der Option DHCP ausgeliefert. DHCP, das kennen wir alle, also unser Router vergibt die Adressen. Somit hat man auch irgendwie keinen Adresskonflikt etc. Das würde ich auch in den meisten Fällen so empfehlen. So, wenn wir jetzt Netzwerkumgebungen haben, die wirklich von einem Administrator verwaltet werden, wenn wir ein Firmennetzwerk haben etc., was vielleicht das auch verlangt, dass wir eine statische IP-Adresse verwenden, können wir das natürlich auch hier realisieren. Dann wähle ich diese Option aus, vergebe meine IP-Adresse, trage meine Subnet-Maske ein etc. pp. Dann hat der Miniserver immer diese feste IP-Adresse. Wie gesagt, unsere Empfehlung ist eher DHCP und mit Hostnamen arbeiten. So, dann gibt es hier noch die Möglichkeit, den internen Port zu verändern. Standardmäßig ist es der Port 80. Und der Miniserver besitzt ja auch einen FTP-Server. Auch hier könnte man den Port ändern. Gut, dann gibt es noch den letzten Reiter, der ist auch sehr
wichtig, und zwar ist es der externe Zugriff. Ja. Jeder Miniserver wird ja mit der Möglichkeit ausgeliefert, auch von extern erreichbar zu sein, wenn ich das Ganze wünsche. Da gibt es unseren Remote Connect Service, der ist kostenlos. Auch hierzu gibt es ein extra Video, wo ich den mal ganz genau erläutert habe, wie der funktioniert. Wichtig ist halt, glaube ich, in dem Fall, ne, dass der Miniserver registriert ist. Richtig, genau. Und der Remote Connect Service steht nur für die Miniserver der zweiten Generation zur Verfügung. Das hat einfach performance- und verschlüsselungstechnische Gründe. Genau, das heißt, mit dem Remote Connect Service ist der Miniserver von außen immer erreichbar, egal ob wir ein IPv4 oder IPv6 Netzwerk haben. Also, und hier sind wir wirklich safe unterwegs. So, und wenn wir diese Settings jetzt an den Miniserver senden, dann kann es eigentlich schon losgehen. Der Miniserver startet neu. Er wird uns jetzt gleich nochmal darauf hinweisen, wahrscheinlich, dass wir noch das Standardpasswort verwenden. Mhm. Da ist Deluxe und Config hartnäckig, bis man das wirklich ändert. Und schon steht der Erstinbetriebnahme bzw. der Konfiguration nichts mehr im Wege. Also kurz zusammengefasst, wir haben uns mal angeschaut, welche unterschiedlichen Miniserver-Typen gibt es, für wen eignet sich welcher Miniserver, wie verkabel ich den, wie schließe ich den an, wie finde ich ihn dann in der Luxon Config und wie schaut die erste Grundkonfiguration aus. Als nächster Schritt kommt dann normalerweise was? Ja, das schauen wir uns in der nächsten Folge an, und zwar geht es da um das Thema Peripherie. Also, und wie kann ich Komponenten einlernen, beschriften? Zum einen schauen wir uns das in der verkabelten Variante namens Tree an und einmal in der funkgebundenen Variante R. Also werden wir uns da ein paar Komponenten raussuchen, Bewegungsmelder etc. Alles, was wir so im Portfolio haben, werden die Geräte einlernen. Und dann werden wir die ersten Steps in der Konfiguration gemeinsam durchgehen. Klingt gut. Ja, perfekt. Ich würde sagen, wenn Ihnen dieses Videoformat gefällt und wenn Sie weitere Tutorial-Videos sehen wollen, freuen wir uns wie immer über einen Daumen nach oben. Und damit Sie eben kein Video mehr verpassen, abonnieren Sie doch einfach unseren YouTube-Kanal. Moritz, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Servus.